Ja, genau, es sind meine ersten Olympischen Spiele. Ich weiß noch nicht so genau, was auf mich zukommt. Und so langsam merke ich schon so ein bisschen die Nervosität aufkommen. Ich versuche das aber alles so zu handhaben, wie ich das immer mache. Und für mich persönlich gar keine so große Sache draus zu machen, sondern einfach an den Wettkampf so ranzugehen, wie ich das bei jedem anderen Wettkampf auch mache. Genau. Ja, das stimmt, hinter uns liegt auf jeden Fall eine aufregende Qualifikationszeit, erst mit den Qualis, dass man sich individuell erstmal qualifizieren musste. Dann haben wir versucht und dann ja auch geschafft, noch die letzten zwei Quotenplätze zu holen und dann von dem Weltcup über die EM da schon mal gute Wettkampferfahrung zu sammeln, war jetzt schon eine aufregende Zeit und ich glaube, uns steht noch eine aufregendere Zeit bevor. Und ja, ich freue mich jetzt einfach auf die Olympischen Spiele und auf Tokio und lasse da einfach alles auf mich zukommen und ja, hoffe, dass das alles gut klappt dort. Dieses Jahr eine besondere Situation. Ich weiß gar nicht so richtig, was auf mich zukommt. Ich habe Olympische Spiele selbst noch nicht erlebt. Klar, ich kenne das vor allem durch Tina Dietze aus Erzählungen, aber auch die weiß ja nicht genau, wie das dieses Jahr abläuft. Dadurch, dass das ja wahrscheinlich schon alles ein bisschen anders ist als die letzten Male. Deswegen habe ich ehrlich gesagt gar keine so ganz großen Erwartungen, sondern bin einfach nur freudig gespannt und nehme das so hin, wie es ist und ja, lass mich überraschen. Also für mich ist der Trainer schon extrem wichtig in der Zusammenarbeit. Also sowohl der Heimtrainer von mir, Gunnar Kirchbach, als auch jetzt hier mein Bundestrainer Lars Kober. Ja, eigentlich in allen Situationen. Also wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, wenn ja, ich einfach Feedback brauche und ich spreche immer gern viel mit dem Trainer ab und ja, erarbeite mit mir das so gemeinsam mit ihm. Deswegen finde ich, ist der Trainer schon extrem wichtig. Oft versuchen wir so Kleinigkeiten abzusprechen, wie ob das Boot gut durchläuft, wie ja, so Techniksachen, aber auch welche Strecke dann jetzt am meisten Sinn macht im Training, ob man vielleicht noch eine mehr fährt oder ob man eine ein bisschen ruhiger fährt und eine ein bisschen schneller. Also ja, so ganz viele individuelle Sachen.